Die machen jetzt zwar eine Tech Power und das wird jetzt ein bisschen wehtun, aber mal schauen. You're totally going down. Ein Dual Strike. Die beiden haben ja keine Tech-Kombination miteinander. Sind erstmal ein Haufen Suicide-Attacken hier. Okay, meine Artillerie da hinten kriegen sie mir kaputt. Ja, zum Glück sind es nur die Kampfpanzer. Sache ist nur, dass Kenny jetzt noch dran ist. Ja, wenigstens hat sie nicht allzu viele Städte. Da ist ihre Gabe auch eher ungefährlich, sofern sie nicht auf urbanem Terrain ist. Sollte nur um jeden Preis verhindern, dass sie von einer Stadt angreifen kann, während diese Gabe läuft. Tja, das war's mit dieser Artillerie. Das ist leider auch fast Schrott. So. Zuallererst mal möchte ich diesen Kopter hier weghaben. Ich bin mir nicht sicher, soll ich den Megatank auf die Straße bringen oder soll ich mit dem erstmal den Speer da crushen? Aber ich glaube, ich crush den Speer lieber mit dem Neotank. Die Sache ist, dass da immer noch ein Ozium von denen da hinten irgendwo rumläuft. Vereine ich mal. So. Da hinten hätte ich einen Flughafen, den ich einnehmen kann. Oder ich schnapp mir den Comtower da. Das ist immer die Frage. Ansonsten sind diese drei Missiles auch sehr attraktiv. Unser Gegner hat auf jeden Fall nur noch 13 Einheiten. Chester mal weitermachen. Ich glaube, das ist jetzt ein sehr schönes Angebot hier. Eine kleine Super Co-Power. Wir haben da hinten scheinbar noch einige stehen, wenn da alle drei Raketen reingegangen sind.
teuflischen Plan, der jetzt leider nicht ganz aufgeht. Weil ich dafür noch eine Einheit zu wenig habe, aber mal schauen. Wenn der Copter da drin stehen bleibt, dann kann ich ihn eventuell mit der Missile nächste Runde abschießen, aber ich glaube eh, dass der da außenrum irgendwo hinfliegt. Aber mal sehen. Ah, er greift sogar meine Missile an. Smashing is gonna be fun. Da kommt das Kätzchen schon wieder. Die Sache ist nur, dass ich da oben nichts mehr habe, um meinen Copter kaputt zu kriegen. Das Gute ist, dass die Muni bei dem Ding schon halb leer ist. Meine nächste Frage ist nur noch, wo ist das nächste Ozium? Ich traue mich jetzt gerade nicht irgendwo in die Nähe von einem Wald zu stellen, unbedingt, weil nicht, dass da irgendwo eins gerade drin steht. Leider kein Speer mehr. Da ist. Oh ne, da unten. Ich sehe nicht, dass das Teil noch da unten steht. Ich glaub's zwar nicht, aber wer weiß. Ein weiterer APC. Angreifen sollst du hier. Die da oben alles noch haben, das kann gar nicht mehr so stark sein, nachdem da vorhin drei Missiles von Rachel reingeflogen sind. Außerdem habe ich immer noch einen Megatank. So. Jetzt ist die Missile optimal ausgenutzt. Nur von dieser Seite kann noch irgendwas hin. Und das ist auch nur, weil ich jetzt gerade nicht mehr genug Einheiten habe. So. Ich frage mich, was ihre übrigen Einheiten sind. Also ich weiß, dass da ein Ozium noch ist. Das haben wir jetzt auch gerade gesehen. Nachdem ich jetzt endlich weiß, wo es ist, ist es nicht mehr so gefährlich. Das ist nämlich das einzig Gefährliche an dem Zeug, wenn du nicht weißt, wo es ist. So, da
haben wir jetzt zumindest wieder einen Flughafen und können notfalls Einheiten nachproduzieren. Das war nicht sehr effektiv. Ich würde gerne nachschauen, ob hier hinter dem Teil was steht. Okay. Da ist nichts. Dann können wir es ja jetzt kaputt schießen. Nachdem der Neotech da oben gerade durchgefahren, steht da auch nichts. Haben sie kein Ozium mehr. Jetzt machen wir einen auf Leroy Jenkins und stürmen die Base. Und können auch diesen Copter endlich runterschießen. Beides wundert immer so. Da hinten ist auf jeden Fall noch eine 5 HP Mech-Einheit. Die greift meine besetzende Mech-Einheit auf. Von Rachel an. Mhm. Da oben steht ein Neotank auf einer Stadt und jetzt ist Candy auch dran. Okay, mal schauen, ob ich es schaffe, mit Chess das Ding zu one-hitten. Hm. Ja, selbst wenn ich es nicht schaffe, es zu one-hitten, es wird genug Schaden kriegen, um als dass es nicht mehr stark genug zurückschießen könnte. Was steht da auf dem Hauptquartier? Oh Gott, da steht dann noch so ein Teil. Hier bitte. Ja, ich glaube, noch so eine Power könnte jetzt gerade in diesem Moment sehr gut tun. Turbocharge ist sowas Tolles. So, wie viele Einheiten haben die denn eigentlich noch? Nur noch 5. Na, dann schauen wir mal, ob das hier was wird. Besser als erwartet. Der bringt mir gerade nichts. Da haben wir auch die letzte Einheit gefunden, die ich jetzt nicht mehr gesehen habe. Auch gut, weil das sind ihre letzten 4, wenn ich jetzt richtig gezählt habe hier. Das musste sie jetzt noch machen. Ja, einfach nur mal eine Einheit kaputt schießen. Und da versteckt sie sich schon wieder. Dass sich NPCs am Schluss von solchen Gefechten immer so verstecken müssen. Thank you.
war da nicht. Ich habe jetzt halt leider nicht gesehen, wo es sich hin verkrochen hat. Ja, Entschuldigung, ich musste jetzt gerade niesen. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass er dann hier in diesem Wald da hinten ist. Also einmal mal auf gut Glück eine Missile da reinschießen. Und damit Jake nochmal dran ist. Jupp, da habe ich gut geraten. Nur wenn ich ein bisschen Glück habe, warte mal, das Glück können wir mal auf Minimum stellen. Ja, jetzt geht's. That was a bit of disappointment. Our dear Osium was supposed to be a well all-consuming. Those things are disgusting. There's no way we're losing to something so nasty. The slimy nugget things are history, now you're gonna pay. You think that's all there is, our adorable little Osium? I am so looking forward to the next battle. how do they escape every single time? It's craziness! So they whipped out their new weapon, but why here? Does that mean... Yep. There's something in this desert they're desperately wanted to protect. All the more reason for us to keep pressing forward. Da gibt's leider nur einen A-Rang, weil ich's ja mit der blauen Armee beendet habe. Aber das ist eigentlich jetzt egal. Another one down. Who's next? Consider your hindquarters straight out spanked.